Hallo, guten Tag und Dobberdan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jogo und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder ein Video über Vigor. Oder mit Vigor, bei Vigor, was Vigor? Ey, ganz ehrlich, das Spiel macht so einen Spaß und ich freue mich, dass ihr offenbar auch Spaß dran habt. Deswegen über jeden neuen Abonnenten freue ich mich sowieso mega. Vielen lieben Dank für den Support. Ihr könnt aber auch gerne mal kommentieren oder einen Daumen hoch geben oder sonst irgendwas tun, worauf ihr gerade so Bock habt. Am besten das Video bis zum Ende durchschauen. Heute gibt es nämlich eine richtig, richtig gute Runde. Ich will gar nicht so viel verraten, aber ich kann so viel eins sagen. Taktik ist so wichtig bei dem Spiel und Glück ist auch so mega wichtig bei dem Spiel. Und wer hat beides am Start heute genau? Ihr könnt euch freuen auf eine spannende, interessante, taktisch gute Runde Vigor auf der PS4 Pro gespielt. Und wenn ihr Lust habt, mehr davon zu sehen, checkt den Kanal und auch Jan Jogo auf Twitch. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Macht's gut, euer Jan Jogo. Und jetzt, let's go! So, let's go. Könnte eine gute Runde werden, aber mal gucken, was passiert. Ich gehe, oh mein Gott, ich gehe zum Signaldetektor rüber. Ja. Ich versuche da den ersten Kill zu machen. Weil ich einfach denke, dass auch jemand auf der anderen Seite spawnt und dahin geht. Oh, ich werde aber doch aufgehalten bei meinem Plan, denn ich habe hier die Kiste gefunden. Nice. Sehr gut. So. Hier ist nichts mehr. Lass uns mal weiter. Richtung Signaldetektor. Wo ist der? Auf der anderen Seite vom Fluss, glaube ich. Ja. Noch scheint keiner da zu sein. Ah, Signaldetektor ist oben drin. Ist da gerade jemand reingeklettert? Nein. Das war nur die Leiter. Manchmal ist die Grafik auf Entfernung ein bisschen dizzy. Okay, ich habe Shots von rechts. Okay, was geht hier ab? Irgendwo wird hier gekämpft. Oh, ist hier vielleicht ein Schatz? Ist hier vielleicht ein Schatz? Das wäre mal durch Zufall echt übelst nice. Nein. Wer schießt denn hier? Könnte eine Attrappe sein. Okay, Tresor wird geknackt. Der Signaldetektor ist auch mitten oben auf dem Berg und dann nochmal oben drin auf dem Ausguck. Heißt ja so Ausguck, oder? Ja, bis jetzt würde ich mal safe sagen, da ist keiner. Wir könnten es mal wagen, rüber zu gehen. Müsste halt durch den Fluss durch. Ich hoffe halt, der Typ, der hier gerade rumgeballert hat, beobachtet nicht. Aber das weiß ich halt nicht. Wir gehen jetzt mal rüber.
Okay, mal gucken. Wo sind sie? Also tatsächlich, einer ist hier. Einer. Der Rest, fünf noch drauf insgesamt und vier verteilen sich hier aufs Zentrum. Einer ist hier hinten. Aha. Ja, wir sollten jetzt hier mal runter, bevor der nämlich jetzt hier gleich herkommt. Wir sollten uns auf jeden Fall auf den einen konzentrieren. Gucken, ob wir den finden. Jawohl. Gefunden, würde ich mal sagen. Ein Camp überrascht. Ah, Mann. Signaldetektor, einfach das Beste an diesem Spiel. Gott, was soll ich mit diesen ganzen Waffen? Oh mein Gott, was soll ich mit dieser Waffe weg? Damit kann ich die irgendwie wieder wegschmeißen? Nein. Offenbar nicht. Oh, dann nehmen wir doch die mit. Und erstmal das raus. Mein Rucksack ist schon ganz schön voll. Ich kann mal ein bisschen aufräumen hier. Okay, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zum Signaldetektor und checken mal die Lage. Wir gucken uns das nochmal an, wo die anderen jetzt sind. Ich würde sagen, da hat jemand versucht, den Container aufzumachen und zwar ohne Lust auf die Schlösser zu knacken, einfach aufgeschossen. Dann kommt jetzt nämlich dieser Alarm. Und gleich der Mörseranschlag. Der Container ist hier. Okay, ist gar nicht so weit weg. Aber das bedeutet, einer ist mindestens beim Container beschäftigt. Zieht jetzt gerade auch ein bisschen Dings auf sich. Und ich gehe nochmal zurück zum Signaldetektor. Sammle aber ein bisschen, weil ich brauche Nahrung für die Kisten. Sammle ein bisschen Nahrung ein. Jetzt bloß nicht den Fehler machen, sich überraschen zu lassen. Das sieht aber ganz gut aus soweit. Man weiß es halt nie. The plane is incoming. The airdrop will fall at the drop zone. The plane is out. Puh. Zweiter Kill. Da wollte jemand auch zur Kommunikationsstation. Glück gehabt, weil ich bisschen am Trödeln war mit der Nahrung sammeln. Sehr gut, zwei sind noch auf der Map. Ich denke, die werden sich jetzt um den Drop beide battlen. Ich muss hier runter. Hey, ich muss hier runter. Ich verlasse die Partie auf jeden Fall. Ich habe gut gelootet und zwei Kills gemacht. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall noch
Ach, die eine Nahrung. Alles Quatsch. Wir sind ready to exit. Und wenn wir es schaffen, und ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier sicher rauskommen, dann ist das eine gute Runde. Rucksack ist komplett voll. Und wir haben taktisch, also ich spreche immer von wir, weil ich irgendwie mich sehe und den Charakter, den ich spiele. Ja, also in dem Fall haben wir, also ich und der Charakter, sehr gut gespielt. Taktisch sehr gut gespielt. Viel bekommen von Ressourcen, die ich brauchte. Eine sehr gute Runde Vigor. Hat auf jeden Fall wieder richtig Spaß gemacht. Ich muss noch rauskommen, aber... Genau das passiert jetzt. Nice. Auf Wiedersehen. Battle Pass Stufe auch noch hochgeklettert, lila Kiste bekommen fürs nächste Pack Opening. Perfekt. 2 Kills gemacht. Wie in der letzten Partie. Na dann. Oh ja, sehr gut. Das kann sich sehen lassen. Die Ausbeute.